Der Bruder sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ja zwei Hände. Das ist klar. Aber ist das eine rechte und eine linke oder zwei rechte? Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt. Hat Allah zwei rechte Hände oder eine rechte und eine linke? Astaghfirullah. Darüber haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Worin Ahlus Sunnah wal Jama'a mit Ijma übereinstimmen, ist, dass Allah azza wa jalla zwei Hände hat. Und womit sie übereinstimmen, ist, dass er eine rechte hat. Was die linke anbelangt, so gibt es unterschiedliche Aussagen. Ist die linke, die hier im Hadith bei Imam Muslim erwähnt wurde, war das ein Fehler von dem Überlieferer? Manche Gelehrte sagen ja, er hat aus Versehen statt rechte linke gesagt. Deswegen, worin Ahlus Sunnah übereinstimmen? Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Hände, er hat eine rechte davon. Und worin ist, und das ist überhaupt kein Problem, ein Ikhtilaf gab, ist es die linke oder ist es die rechte? Ja Rabbi, Allah hat zwei Hände und beide sind rechts. Wo? Hängen sie in der Luft? Anscheinend ja am Körper. Astaghfirullah, das heißt, Allah hat irgendwo einen Körper und dann zwei rechte Hände. Und da hilft auch nicht zu sagen, laysa kamithlihi shay, wir wissen nicht, wie die Hände sind. Allah hat zwei Hände, sagen diese Menschen. In diesem Hadith, den ich jetzt hier einblende, heißt es, Allah steckt seinen Fuß in die Hölle. Meine Frage ist jetzt, hat Allah zwei Füße oder nur einen Fuß? Ist das der rechte Fuß, den er in die Hölle steckt, oder der linke Fuß, den er in die Hölle steckt? Sogar die Christen sind besser, denn sie sagen, mach dir kein Abbild von Gott. Und diese Menschen machen sich nicht nur ein Abbild von Gott, sie reden darüber, als wäre es eine Wissenschaft. Zwei rechte oder zwei linke oder eine rechte und eine linke. Die Ulama sind sich nicht ganz einig. Der eine sagt falsch überliefert, der andere sagt, beide sind rechts. Astaghfirullah, möge Allah uns davor bewahren, solch ein Gottesbild zu haben. Möge Allah uns davor bewahren, so über Allah zu denken. Und richtig ist, wallahu ta'ala ala wa'alam, dass er zwei Rechte hat.